ich bei Anja Hümer, einer Wedding-Plannerin, und im Zuge der ganzen tollen Hochzeitstipps, die ich für euch ja die ganze Zeit schon parat hatte, dachte ich mir, heute mal ein Interview, das Ganze, mit tollen Fragen rund um das Thema Heiraten, Hochzeit und Wedding-Planner. Und ich denke, es wird ganz interessant. Wir haben tolle Sachen rausgesucht. Wir fangen einfach mal gleich an. Oder ich denke, du könntest dich erstmal noch ein paar Worte vorstellen. Achso, gut, okay. Also ich bin Anja Wiemer von Hochzeiten und Events. Ich bin Weddingplanerin, Hochzeitsplanerin und mit Leib und Seele eigentlich dabei. Mit ganzem Herz. Nicht schlecht, oder? Also würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Die erste wichtigste Frage, ich glaube, die sich jeder wirklich stellt, ist, warum braucht man eine Hochzeitsplanerin? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich wünschte, jedes Hochzeitspaar hätte eine Hochzeitsplanerin. Das sage ich jetzt aber nicht, weil ich Hochzeitsplanerin bin, sondern ich wünschte es, weil eine Hochzeitsplanerin dem Brautpaar eine ruhige Organisationsphase bescheren kann und auch das Hochzeitsfest an dem Tag unglaublich schön und relaxed für die beiden dann abläuft. Warum eine Hochzeitsplanerin im Vorfeld? Weil heutzutage beide berufstätig sind. Das heißt, da ist ein Zeitlimit. Und jeder, der schon mal Recherche betrieben hat in einem Fach, wo er sich nicht auskennt, weiß, wie lange man vor dem Internet sitzt, rumgoogelt und nach 3 Stunden eigentlich den Deckel zuhaut und sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich komme hier nicht weiter. So und so fängst du mit der Location-Suche schon mal an. Und es geht dann über die verschiedenen Dienstleister und Hochzeitstorte und Papeterie und Floristik und Fotografin. Und man weiß halt einfach als Laie nicht, wo man anfangen soll, wo man weitermachen soll. Die kleinen Details, auf die es ankommt bei einer Hochzeitsplanung, das kann für ein Brautpaar wirklich sehr, sehr anstrengend werden. Und da greift eine Hochzeitsplanerin, die eben dem Paar ganz viel Sorgen, ganz viel Zeit und eben auch tatsächlich finanziell viel Geld sparen kann. Und dadurch wird die ganze Hochzeitsplanung für das Brautpaar tatsächlich ein freudiges Ereignis und das Hochzeitsfest dann auch eine wunderschöne Sache, wo die echt relaxed sein können und es wirklich genießen, denn es ist ja wirklich der Tag ihres Lebens. Sollte er sein. Ja, sollte er sein. Ist er dann auch. Wenn du es machst. Wenn ich es mache. Also redest du dann deinen Paaren dazu, auch Freunde und Familie bei der Planung mit einzubeziehen? Oder ist es vielleicht von Vorteil, die so ein bisschen außen vor zu lassen? Mhm. Außen vor zu lassen ist natürlich so ein hartes Wort. Es ist natürlich immer total schön, wenn sich die Familie und die Freunde mit einbringen wollen. Und die wollen sich ja auch mit einbringen. Können sie auch, aber ich rate eigentlich immer von der Hochzeitsplanung durch die Familie ab. Denn man braucht Kompetenz, man braucht Erfahrung, man braucht Routine. Wo sitzen die besten Dienstleister? Preis-Leistungs-Verhältnis, stimmt das? Die kleinsten Details. Und da braucht man einfach das Wissen dazu. Und wenn man das nicht hat, ist es auch für die Familie sehr, sehr schwierig, die ganze Familie unter einen Hut zu bekommen. Und dann organisiert Kurt das und Moni das und plötzlich merken die, oh Gott, wir haben ja beide das Gleiche organisiert. Und also insofern ist es eine ruhigere Sache für alle, wenn es die Hochzeitsplanerin macht. Die können natürlich kleine Sachen übernehmen und Überraschungen, das ist ganz klar. Aber so das Gros sollte echt die Hochzeitsplanerin machen. Und dann kommt noch dazu, wenn eben die Familie in der Organisation mit drinsteckt, dann ist sie auch an dem Hochzeitstag. Letztendlich kann sie gar nicht mitfeiern, sondern sind im Kopf immer, passt das und dann können sie das gar nicht gemeinsam genießen. Und das ist schade. Stimmt. Das rätst du ihnen auch gleich von Anfang an, so ein bisschen. Also je nachdem, wenn ich merke, dass die Familie ganz, ganz viel macht, dann versuche ich schon rauszufinden, was kann man da ein bisschen wegnehmen, wo kann man noch stringenter organisieren, was darf die Familie noch machen, weil die wollen sich ja natürlich einbringen, ist ja klar, wenn das Kind heiratet, das ist doch für eine Mutter und für einen Vater ist doch natürlich eine schöne Sache. Ja.
Wie sieht es denn aus mit Paaren, die nicht so viel Budget haben? Ist es auch für solche Paare möglich, dich zu engagieren, überhaupt eine Wedding Plannerin zu engagieren? Ja, also gerade bei einem limitierten Budget finde ich eine Hochzeitsplanerin sehr, sehr wertvoll. Denn man als Brautpaar heiratet man ja das erste Mal. Man hat da nicht irgendwie ein Buch to do und so macht man es, ja, sondern es ist eine neue Erfahrung und man vergaloppiert sich dann manchmal in unglaubliche Summen, weil man die Erfahrung nicht hat und denkt, die Summe bei dem Dienstleister, das stimmt schon. Und dann sage ich, um Gottes Willen, das ist ja viel zu teuer, das geht ja viel billiger. Oder ich kann dem Brautpaar auch sagen, Mensch, bei den Blumen, bei der Blumendekoration, nicht Orchideen, das ist das Teuerste, kein Wasserfallbrautstrauß, das ist das Teuerste, reduziertes, also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man wirklich Geld sparen kann. Also ich arbeite mit vielen Dienstleistern, die entweder hochpreisig in der Mitte oder etwas günstiger sind und dann weiß ich ganz genau, welche Hochzeitspaare mit welchen Dienstleistern zusammenwirken, wo man eben auch von der Qualität her nicht reduziert sein muss. Das ist ja auch ganz wichtig. Und dann sprecht ihr auch gleich über die Bereiche innerhalb des Budgets, für welche Bereiche wie viel zur Verfügung steht. Zum Beispiel, genau. Wir machen dann so ein Budget, dann sage ich, okay, was habt ihr schon für was ausgegeben? Was haben wir noch? Ja, was sind die größten Posten? Und dann schauen wir, wie wir das aufsplitten können und was vielleicht das Brautpaar noch selbst machen kann, wo das Brautpaar noch basteln kann, wo man eben Bastelaktionen noch an Familienmitglieder allokieren kann. Aber also insofern kann man da natürlich unglaublich viel Geld sparen, doch auf jeden Fall. Hm? Nicht schlecht. Mhm. Zu welchem Zeitpunkt rätst du den Paaren oder in diesem Fall rätst du ihnen das ja nicht, aber wann wäre es sinnvoll, dich überhaupt ins Boot zu holen? Mhm. Naja, also wenn man vom Idealfall spricht, sage ich immer so ein Jahr davor, weil die Locations sind schon wirklich unglaublich früh ausgebucht. Ja, man fängt ja auch sehr oft mit der Location oder sollte man mit der Location anfangen. Und wenn man ein Jahr davor anfängt, kann man sich wirklich noch schöne Locations raussuchen. Und je kürzer es natürlich zum Hochzeitstermin kommt, desto limitierter wird man natürlich. Also wenn man dann sagt, gut, ich möchte am 20. August heiraten und da gibt es alles ist belegt, dann muss man natürlich dann flexibel werden im Datum. Also idealerweise ist es tatsächlich ein Jahr davor. Aber es geht auch 6 Monate davor und ich habe dir vorher erzählt, es geht auch 2 Monate davor, haben wir auch schon geschafft und war eine Bombenhochzeit. War cool. Also es ist tatsächlich noch möglich, dich auch im Laufe der bereits vorangeschrittenen Planung mit dazu zu holen. Absolut. Also bei mir gibt es entweder die Hochzeitskomplettorganisation, das ist wirklich von A bis Z, wirklich, da organisiere ich wirklich alles. Und das Brautpaar sagt nur noch Ja und Amen oder Nein wollen wir nicht und dann mache ich was anderes. Oder es gibt eben Teilbereiche, Teilorganisationen, wie zum Beispiel Location-Suche oder Festtagskoordinator. Und das würde dann da reinpassen, wenn man sagt, gut, okay, ich habe schon einiges organisiert, ich weiß, ich kenne mich jetzt nicht mehr aus, ich weiß nicht mehr weiter, bitte übernehmen Sie, bündeln Sie alles und seien Sie an dem Tag da und führen Sie das durch. Also für gewisse Bereiche würdest du dann auch nur diese Bereiche anbieten. Genau. Also ich habe jetzt nicht festgesetzte Pauschale, habe ich natürlich, aber ich bin für alles offen. Wenn ich merke, gut, da braucht man noch Hilfe, dann mache ich da eine Pauschale drauf. Also ich bin wirklich super flexibel. Das ist gut zu wissen. Ich muss tatsächlich ab und zu mal ablesen, weil es so viele Sachen sind, die ich von Anja wissen möchte. Macht es, also ja, wie kann man quasi, das müssen wir schneiden. Lalala. Woran merke ich, dass die Hochzeitsplanerin, also in diesem Fall dann du, die richtige für mich ist. Mhm. Wie findest du das heraus, ob es vielleicht auch das richtige Paar für dich ist? Ja, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, da kommt es wirklich auf die Chemie drauf an. Also bei mir ist es immer so, ich werde gerufen zum ersten kostenlosen Kennenlerngespräch und dann gehe ich zu meinen Brautpaaren, entweder nach Hause oder ins Restaurant oder ins Café
Und dann spricht man eineinhalb Stunden mindestens und dann merkt man schon, ob die Chemie stimmt. Das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig. Und dann, finde ich, kommt es auch aufs Fachliche drauf an. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass eine Hochzeitsplanerin aus dem Fach kommt. Also fundiertes Wissen, fundierte Ausbildung, Routine, Kompetenz, Professionalität in dem Fach. Und dann weiß man, wenn die Hochzeitsplanerin eben das aufweisen kann, dass es dann auch zu einer guten Organisation kommt. Denn die Professionalität und die Kompetenz und die Souveränität, die eben eine Hochzeitsplanerin hat und das Wissen, das kommt dem Brautpaar später zugute und der Feier, weil dann eben auch die Hochzeitsplanerin einfach die Ruhe ausstrahlt und die Souveränität, die eben diese Feier braucht. Und daran merkt man einfach, brennt die Hochzeitsplanerin für ihren Job und für das an sich oder macht sie es nicht? Und ich glaube, das merkt man dann sofort. Das Bauchgefühl sagt einem, passt oder passt nicht. Wie umfangreich ist denn dann deine Begleitung? Bist du auch an dem schönsten Tag der beiden mit vor Ort? Von morgens bis abends. Und es macht total Spaß, wirklich. Also ich bin von dem Zeitpunkt, letztens habe ich meine Braut angezogen, die Braut habe ich angezogen und so fing es schon an und dann habe ich sie zum Fotoshooting gefahren, wo ihr Mann gewartet hat und dann gab es eine Übergabe, er hat sich umgedreht und der Sohn, dem ging es schlecht, dann bin ich in die Apotheke gefahren und habe Tabletten gekauft und so ging das die ganze Zeit weiter und dann Kirche und bis nachts, abends, bin ich von morgens bis abends dabei und das will ich auch, weil ich habe es ja organisiert. Ich weiß, wann welche Dienstleister ihren Auftritt haben. Ich habe die Fäden in der Hand und ich biete das eben meinem Brautpaar an, dass sie sich wirklich um nichts kümmern müssen. Und das ist doch genau der Luxus, den die Brautpaare sich gönnen, zu Recht. Und deswegen finde ich das ganz toll, von morgens bis abends dabei zu sein. Das klingt auf alle Fälle sehr spannend. Ja. Wir hatten über die Trends gesprochen und dass ich eben dann meine Brautpaare da schon hinführe zu den Trends und ihnen erzähle. Aber ich finde es auch total wichtig, dass jeder seine individuelle Hochzeit hat. Und das ist auch ein Trend, ja? Dass die Hochzeiten heutzutage total individuell werden. Jeder darf das machen, was er will. Und das ist auch mein Lebenskredo. Nichts muss sein und alles darf sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn die Braut eben was machen möchte, was eigentlich out ist, aber sie findet es toll, dann machen wir das. Weil wer sagt, dass es out ist und wer sagt, was Trend ist, das ist die Braut und der Bräutigam, die müssen sich wohlfühlen. Und wenn die sich wohlfühlen, dann wird die Hochzeit was, egal was der Trend sagt. Das ist für mich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das wird auch gut. Ja, kein Druck. Stell dir vor, ich würde das schon fast als abschließende Frage gestalten. Das Paar hat im Grunde genommen schon alles Wichtige für den großen Tag organisiert. Macht es dann überhaupt noch Sinn, an dich heranzutreten? Absolut, denn was ganz, ganz wichtig ist, und das übersehen sehr viele, die Dienstleister müssen gebündelt werden. Ja? Also was für mich immer ganz, ganz wichtig ist, ich werde auch für sowas gerne ins Boot geholt, ich gehe zu jedem Dienstleister persönlich, die dann schon organisiert wurden, bespreche nochmal alle Details im Kleinsten, ja, und mache dann einen Zeitablaufplan. Und glaub mir, dieser Zeitablaufplan ist für alle und selbst fürs Brautpaar total wichtig. Das ist ein Laufzettel und damit sind alle so glücklich, weil die ganz genau wissen, wie der gesamte Tag abläuft. Die haben Anhaltspunkte, die Dienstleister wissen, wann sie ihr Auftreten haben, wann sie wo zu sein haben. Das Brautpaar weiß, wann es wo zu sein hat, weil die sind ja auch so aufgeregt. Der Brautvater weiß, wann er mit seinem Oldtimer vorm Hotel stehen muss, wann er seine Tochter in die Kirche fahren muss. Also das ist so, so wichtig, diesen Zeitablaufplan zu haben und dann am Tag des Tages dann als Hochzeitsplanerin vor Ort zu sein und wieder alle zu bündeln und sagen, jetzt bist du dran. Hochzeitstorte, ist die schon im Hotel? Der DJ, komm, jetzt auflegen, weil jetzt kommt gerade das Hochzeitspaar unten, wir wollen jetzt den Saal eröffnen. Und das sind so die Kleinigkeiten, diese Details, die dann eben wirklich tatsächlich eine Hochzeitsfeier ausmachen. Also es macht Sinn. Es macht auf jeden Fall Sinn, Anja zu organisieren.
Als letzte Worte, was würdest du den Brautpaaren gerade für 2016 noch oder 2017 raten oder wünschen? Das zu machen, auf was sie Lust haben. Ganz, ganz wichtig. Nicht was machen, weil es von ihnen erwartet wird oder weil sie jemanden pleasen wollen und sagen, das müssen wir machen, weil meine Eltern es erwarten, mein Onkel es erwartet, davon freischwimmen, denn die Hochzeit kommt so nie mehr wieder und das Paar hat das eigene Leben und die eigenen Wünsche und Träume. Und das wünsche ich jedem Paar, dass das Paar sich seine Träume erfüllt, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sie wissen, es ist gut. Das ist es. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen und alle Kontaktdaten werde ich natürlich unter diesem wundervollen Beitrag drunter setzen. Dann könnt ihr Anja direkt kontaktieren. Ansonsten sage ich bis dann. Tschüss.